Es ist so nice, gerade hier der in NG plus 7 ist normalerweise ein richtiges Brett. Zack! Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute mit einem neuen Bild mit den Clown, die ja einen Buff bekommen haben im letzten Update mit 1.09. Ich mochte Clown schon immer, habe ja damit auch mal einen Run komplett durchgespielt. Aber diese hier haben es richtig in sich. Und zwar sind das der Schlangenzahn. Und der Schlangenzahn bzw. die Klauenhände an sich haben diese Besonderheit, dass man die nur in einer Hand halten muss, aber jederzeit ein zweites in die andere Hand packen kann. Und dieser Schlangenzahn hat den passiven Effekt Blutig und Vergiftung in Kombination mit Gift und Blutung und wahre Maske haut das richtig Schaden rein. Ich zeige euch das einmal. Wir machen mal so wie immer die Arznei rein. Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Und dann seht ihr, was ich meine, wie viel Schaden da reinkommt. Ich habe wirklich schon viele Builds gemacht und ich kenne mich, glaube ich, ganz gut aus, was krass ist und was nicht. Aber das ist ein anderes Level, Leute. Das ist ein, also... Huiuiui. Und eine Sache, die noch auf der Waffe drauf sind, die habe ich jetzt gerade gar nicht gemacht, ist Beharren. Beharren macht, dass ihr immer weiter angreifen könnt und der Gegner euch nicht aufhalten kann. Das heißt, ich kann hier einfach drauf gehen. War jetzt gerade schon weg, das hält immer noch ein paar Sekunden. Aber das... Alter, kommt so Schaden raus. Hilfe, ich könnte das die ganze Zeit machen. Es macht so Bock. Ist kein Bild für Massen, also sobald da mehr als ein Gegner ist, wird schwierig. Aber um Bosse wegzuhauen oder so einzelne Gegner, die viel Leben haben. Übel gut. Gefällt mir richtig gut. Geil. Das Geile ist halt, dass ihr die beiden Talismane habt, die euch beide mit Blutung und Gift stärken. Ihr habt die wahre Maske und ihr haut so schnell Attacken raus. Der kommt gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Half-Life. Ich habe nämlich einmal meine ganze Energie benutzt, ne? Es ist so nice, gerade hier der in NG plus 7 ist normalerweise ein richtiges Brett. Zack! Weg mit dem! Habt ihr gesehen? 18.000 in 5 Sekunden! Der Bild ist so broken. Probiert den unbedingt aus. Ich zeige euch das jetzt nochmal im Detail. Blutiger Schlangenzahn bei mir auf plus 24. Ich horte aktuell die Drachensteine fürs DLC. Irgendein Talisman für goldener Schwur und golden und... Flamme gibt mir Kraft. Die wahre Maske ganz wichtig. Dann die Ziegenbockrüstung für maximales Gleichgewicht. Die verrottende geflügelte Schwertinsignie. Millicents Prothese. Jubel des Blutes. Jubel des Spross der Fäulnis. Und dann haut ihr richtig Schaden raus. Und das Krasse ist, die Waffe braucht einfach nur ein Attribut von 9 Stärke und 9 Geschicklichkeit. Und meine Attribute sind auch nicht mal perfekt. Also Arcane könnte auf jeden Fall noch was höher gehen. Es ist, also, ich habe das gesehen, ich muss zugeben, der Bild ist nicht von mir, ich verlinke euch mal den Kollegen, wir können da ruhig mal einen Shoutout machen, war ein richtig gutes Video, was der Kollege da gemacht hat. Ich habe es gesehen und wollte es unbedingt nachmachen und ich finde es richtig nice. Lasst mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren da, ich würde mich sehr über ein Like freuen und wenn ihr vom DLC und vom weiteren Builds nichts verpassen wollt, dann lasst auch ein Follow da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.